sind alle ein bisschen müde und ich versuche es möglichst einfach zu machen. Ich fange gerne mit zwei Vorbemerkungen an. Die erste, heute Morgen hat ein Referent gesagt, er würde sich für seinen Dialekt entschuldigen. Baden-Württemberg. Ich bin noch südlicher, Kanton Bern. Für viele Leute ist es eine Sprache mit Sprachfehlern und ich tue mein Bestes. Und dazu gibt es aber eine nette Geschichte. Da war einer wie ich in Deutschland unterwegs, hat angefangen zu sprechen und dann ruft jemand aus dem Publikum, Hochdeutsch bitte. Und dann sagt der Schweizer, tut mir leid, ich kann nicht hören. Das Zweite, auch ein Vorredner hat gesagt, wie toll ist es hier, so viele Redner. Ich muss nicht mehr alles sagen. Mir geht es anders. Was soll ich jetzt noch sagen? Ne? Und ich möchte also heute Nachmittag etwas erzählen über diese naturgemäße, artgemäße, wesensgemäße Beinhaltung. Und ich werde drei Teile haben, einen kurzen philosophischen, einen ideologischen und einen wissenschaftlichen. Ich habe nachgeschaut. Was versteht man unter artgerechter Tierhaltung in der Nutztierhaltung allgemein? Und Wikipedia sagt, diese Haltung bezeichnet eine Form der Tierhaltung, die sich an den natürlichen Lebensbedingungen der Tiere orientiert und insbesondere auf die angeborenen Verhaltensweisen der Tiere Rücksicht nimmt. So versucht sie, sich an die artspezifischen Bedürfnisse der Tiere anzupassen. Leider ist zumindest in der Schweiz die Biene ein Nutztier, aber nicht in einem Bereich, wo es ein Gesetz, Tierschutzgesetz gäbe. Insekten fallen da nicht runter. Und ich habe einfach kurz aufgeschrieben, was zu den artgerechten Verhaltensweisen gehört bei den Bienen, grundlegende Verhaltensweisen bei den Bienenvölkern. Und da ist es halt so, dass sie normalerweise, wenn sie sich vermehren, das über den Schwarm machen. Eine Verhaltensweise, die wir heute fast nicht mehr kennen. Das Zweite ist, unter natürlichen Bedingungen errichten sie ihr Volk im Wabenwerk, also das Stützorgan im Naturbau. Kennen wir auch viele von uns nicht mehr. Das Dritte, sie wissen, wie sie ihre Königinnen nachziehen können. Das heißt, sie haben eine natürliche Zucht. Und das Vierte, Letzte, das ist für mich der schwierigste Punkt als Imker. Bienenvölker, wenn sie können, passen die Völkerdichte pro Fläche gut an. Und ich möchte über alle diese vier Punkte heute kurz ein bisschen sprechen. Und ich fange an, ich sage ideologisch, ich möchte Ihnen einfach zeigen, wie ein naturgemäßer Imker arbeitet. Und natürlich beginnt das Ganze mit etwas, was es gar nicht mehr geben darf, nämlich mit einem Schwarm. Und wer es jemals erlebt hat, es ist einfach nur fantastisch. Was da an Duft, was an Bewegung, was an Konzentration und so weiter abgeht, wenn ein großes Volk sich entschließt zu schwärmen, großartig. Und ich möchte das jedem gönnen, das wenigstens einmal im Leben erlebt zu haben. Wenn es ein Vorschwarm ist, dauert es nicht lange und dann setzt sich dieser Vorschwarm hoffentlich nicht zu hoch auf einen Ast. Und ich muss sagen, bei mir sind schon 6 Meter schwierig. Trotzdem, das war hier und wenn man näher geht, man sieht, ein stattlicher Schwarm hängt da. Es war speziell 2013, letztes Jahr, der ging ab bei einer Freundin, die angefangen hat zu imkern und die hat gesagt, ich will diesen Schwarm selber runterhauen. Aber es war zu hoch, hat sie gesagt, bring du die Kiste mit. Sie steigt hoch, ich mit der Kiste und leider ist der Schwarm nicht in die Kiste, sondern auf mich gefallen. Und das Spannende ist aber, dass diese tausende von Bienen, die haben nichts zu verteidigen, sie sind einfach nur lieb. Also ich hatte keinen einzigen Stich, obwohl es lange Zeit gedauert hat, mich von diesen Bienen, die überall waren, zu befreien. Jetzt holen wir also diesen Schwarm runter und wir machen es so, dass der 1 bis 3 Nächte in den Keller kommt. Und das hat bei mir den Grund, dass ich nur einen Stand habe, das heißt, ich schlage Schwärme am gleichen Ort ein, wo er rausgegangen ist. Eigentlich ein Unding, aber ich kann es nicht anders machen. In diesen 3 Tagen ist es wunderbar, wie er sich so zusammenballt, wie man es gerne hat, wie am Baum, in die Traube. Und dann nehmen wir ihn raus und ich sage,
Völker müssen durch die Haupttüre in die Kiste rein. Das heißt, wir legen ein Tuch hin, stoßen den Schwarm ab und es ist wiederum ein zauberhaftes Erlebnis zu sehen, wie die Bienen zögerlich in die Kiste reinwandern und dann, manchmal sieht man die Königin, manchmal nicht, sobald die drin ist, Beschleunigung. Ja? Es ist wie ein Wasser, das nicht weiß, soll ich fließen und plötzlich ist der Zapfen weg, der Stopfen und dann geht es rassig rein. Das ist die Situation. Schwarm, in diesen Kisten sind bei uns, und ich komme noch darauf zurück, immer leere Rähmchen. Bei uns bauen die Völker from scratch. Und ich habe jetzt verschiedene Beutensysteme, ich will nicht darüber sprechen, sie sind einfach günstig, um zu zeigen, worum es mir geht. Bei diesem jetzt Geburtsphase des Volkes ist das eigentlich ein Embryo, der anfängt, wie man sieht, in der Bienenkiste. Ich finde es schön, man kann Milben zählen, Milben behandeln, kein Problem. Fängt an, aus diesem Bienenkörper heraus sein Stützorgan, sein Knochengerüst zu bauen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe eine Promotion in Entwicklungsbiologie, muss ich daran denken, was ich an der Uni gesehen habe. Sie sehen hier Mausembryonen. Auf der rechten Seite ein früheres Stadium, wo es noch keine Knochen gibt, aber erste Anzeichen der Knorpelbildung. Die meisten Knochen werden ja als Knorpel angelegt und dann erst in einer zweiten Phase verknöchert. Auf der linken Seite, ein bisschen später, sieht man hell im Röntgenbild Knochenbildung. Und das Ganze ist umschlossen von diesen weichen Zellen. Man sieht von außen nichts außer diesen Knospen. Und das hat mich einfach erinnert, hier schon ein bisschen lang zurück, aber man sieht die Waben kaum. Wie bei diesem Tier wird also das Wabenwerk ausgeschieden ins Innere dieses Bienenkörpers. Und das Besondere hier sieht man, das ist bei Naturbau immer so, dass die Bienen, das Volk fängt an, so groß wie es ist, 5, 6, 7 Waben aufs Mal anzubauen. Wir haben Vergleiche gemacht mit, wie bauen sie auf Mittelwänden. Und was passiert? Sie bauen eine erste Mittelwand ganz aus, gehen auf die nächste. Also es ist ein völlig anderer Aufbau, wenn sie selber bauen dürfen oder wenn sie in diese Mittelwandsituation hinein gezwungen werden. Okay, das ist Varee-Kiste, einfach auch günstiger. Ich experimentiere gern mit verschiedenen Beutensystemen. Und was man hier sieht in einer nächsten Phase ist, dass jetzt das Wabwerk langsam aus dem Bienenkörper herauswächst. Ich glaube, Sie kennen es alle so. Das Volk sitzt oben, man sieht unten die Waben. In diesem Naturbau, wir geben Leitstreifen vor, damit sie einigermaßen vernünftig parallel bauen. Sie könnten es auch ohne, problemlos, das wissen wir. Und es fängt nun an, oben Honig einzulagern, Pollen und Brut, und das wächst langsam raus. Und die Volk weiß, bis Ende des Jahres muss bei uns Platz sein für Varee ungefähr für 12 Kilo Honig. Für die Einraumbeute, meine Lieblingsbeute, Mellifera, brauchen wir vielleicht 18 Kilo Vorräte. Das ist also die zweite Phase in der Entwicklung, embryonal, vielleicht fötal. Jetzt wird dieses ganze Stützorgan fertig ausgebaut. Das Bild habe ich genommen bei Martin Detli. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mal auf seine Homepage, die heißt sum-sum.ch. Und er hat in einem längeren Projekt Naturbau und Mittelwandbau verglichen. Und hier kann man einfach einmal sehen, was ein Volk macht, wenn es die Gelegenheit hat, nach seinem Gusto, nach seiner Dynamik und seinem Gutdünken zu bauen. Man sieht diese wunderbaren runden Waben. Das Runde im Bienenvolk ist ein Riesenthema. Wir wissen, wenn sie können, haben sie ein rundes Brutnest, kugelig, Pollen, Kranz drumherum und Futterkranz, Honigkranz drumherum. Und das findet man wieder so zurück. Also es ist vielleicht 6 Wochen alt, ich weiß nicht. Und ich muss sagen, Einraumbeute, am Ende der Saison haben alle meine Völker, die auf Rädchen bauen, nackt, 9 bis 11 voll ausgebaute Waben. Es ist das Ziel unserer Wesens- oder artgemäßen Imkerei, Brutnestumfang im Naturbau zu haben. Wir müssen hier und da, wenn wir aufsetzen in Systemen oder nach links und rechts erweitern, Mittelwände geben, damit sie mit dieser enormen Stoßtracht richtig
zurande kommen, sonst kommen sie sehr schnell ins Schwärmen. Und das letzte Bild, das ich hier noch zeigen will, ist ein bisschen ein Einblick in die zeitliche Dynamik dieses Fadenbaus. Das ist einfach eine Wabe aus einem jetzt Einraumbeutenvolk, die ich über die ganze Bienensaison bis in den Oktober fotografiert habe. Und was man sieht, 10. Juni, das sind ungefähr 4 Wochen nach dem Einschlagen, zauberhaft schneeweiße Waben. Sie sehen, dass ich hier ohne Drähte arbeite. Ich empfehle es nicht. Hier und da krachen die Waben zusammen bei diesem Format, müssen nicht. Und dann ist sehr interessant, dass in der ersten Aufbauphase die Wabe nicht gewaltig heruntergezogen wird. Was man sehen kann, ist, dass das Volk wächst in die Breite. Und dann erst nach dem August konnte ich kein Foto machen, erst in der zweiten Jahreshälfte sieht man, wie sie dann sehr rasch diese Waben runterziehen, bis praktisch an den unteren Rand, also 10, 11 von diesen Quadratdezimeter-Einheiten gebaut haben. Und jetzt geht dieses Volk in den Winter wiederum als Traube. Und wenn sie so groß und so schön sind, kann man sicher sein, denkt der Imker, es wird ein fantastisches Wirtschaftsvolk im folgenden Jahr. Habe ich auch gedacht. Dann kam 2013. Bei uns im Süden war es so, März perfekt. Ich habe gedacht, es gibt das Honigjahr par excellence. Und dann kam April, Mai. Wir haben Kirschbäume im Garten. Es gab nicht eine einzige Kirsche. Der Baum hat geblüht wie wild. Aber also 8 Wochen lang konnten die Bienen wegen Kälte oder Regen nicht fliegen. Das heißt, Standort ist das zentrale Thema, wenn wir über Ertrag sprechen mit einer Standimkerei. Es kam dann zum Glück noch ein sehr schöner Sommer und zum Pech des Imkers war 50% Melizitose. Der steht im Keller, dieser Honig, und wird dann hoffentlich in einer trachtlosen Zwischenzeit umgetragen. Und dann kommt das übernächste Jahr, zweiten, dritten Jahr, wollen unsere Völker schwärmen. Ich habe da einfach gezeigt, schöne Königin, wahrscheinlich nicht ganz rein, wir kommen noch drauf, weshalb die nie rein sind bei uns. Und dann kommt der Moment, wo die Völker schwärmen wollen. Ja. Man sieht diese jetzt hier schon verdeckelten Weißelzellen und eigentlich könnte man jetzt die ganze Geschichte wieder von vorne erzählen. Das ist sozusagen die Biografie des Volkes von der Geburt. Und das ist so eine Art Todesmoment des alten Volkes. Die alte Königin zieht zunächst aus und lässt alles zurück und so weiter. Ich gehe da nicht auf Details rein. Und jetzt würde ich gerne ein paar Aspekte oder Dinge erzählen, die wir heute wissen, was die Bedeutung dieser grundlegenden Verhaltensweisen für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bienenvölker sind. Da gibt es einiges. Schwärmen. Vorschwärmen oder Vorschwärmen vorwegnahme, ich sage gleich, was das ist, Nachschwärme oder Ableger aus dem Muttervolk. Wir wissen, es findet immer eine Reduktion der Varroa-Belastung statt, weil ein Teil der Milben geht mit dem Schwarm raus, der andere bleibt zurück. Und wenn man Nachschwärme hat oder Ableger bildet, ist es auch so. Also für mich ein erstes Moment einer volkshygienischen Maßnahme, die Völker reduzieren über diesen Schwarmakt die Belastung mit der Milbe. Zweitens, wir wissen, Brutunterbruch ist immer ein Akt der Hygiene. Sehr viele Brutkrankheiten, die es gibt, müssen halt einen Moment warten, weil sowohl der Vorschwarm, der rausgeht, wie alle Nachschwärme, die wir bilden, und ich erzähle gleich, wie wir das machen, sind eine gewisse Zeit brutfrei. Und mittlerweile wissen wir ja, dass bei Faulbrut und Sauerbrut Kunstschwarmverfahren eine Methode sind, um einen ersten Schritt der Hygiene der Gesundheit der Völker einzuleiten. Und wesensgemäß heißt einfach, wir nehmen das sozusagen jedes zweite Jahr mit. Und ich habe gelesen, und das würde mich eben interessieren, ich habe Tom Seeley angeschrieben, er soll an der Apimondia letztes Jahr gesagt haben, dass die Varroa-Toleranz von Völkern, die schwärmen dürfen, erhöht sei, verbessert sei. Er hat mir gesagt, das Paper kommt raus in den nächsten 6 Wochen, dann werde ich das im Detail lesen können. Und dann natürlich gibt es Nachteile. Schwarmvölker, wir wissen es, die bringen kaum Honig, wenn es nicht noch einen sehr guten Sommer gibt. Also es ist für den Imker nicht so interessant, aber für das Volk selber, für seine ganze Gesundheit und Entwicklung sehr wohl.
Jetzt noch ein Wort zu Vorschwaren und Vorschwarenvorwegnahme. In den allermeisten Fällen kann jemand, der berufstätig ist, nicht zugucken, wie Schwärme ausziehen. Es geht einfach nicht. Ja? Und wir haben dann diese, für mich eine wunderbare Aufgabe, alle 9 Tage in die Kiste zu schauen und zu gucken, ist da ein Schwarm geschehen? Fängt es an? Ja? Und die 9-Tage-Regel, die halten wir ein. Und wenn wir dann diese Zellen sehen, versuchen wir sie möglichst vor Schwarmtermin nahe, die alte Königin zu suchen und einen Teil des Muttervolks rauszunehmen. Die kommen in den Keller, nacktes Volk, kommen zur Ruhe und werden dann 3 Tage später einlaufen gelassen. Diese Schwarmmacht ist so zentral, und wenn man bei Sili nachliest, was es bedeutet, die Königin fährt das ganze Eilegeprogramm zurück, die Diät wird verändert, die Bienen fangen fast alle an, Wachs zu schwitzen, hat man den Eindruck, das ist eine Maßnahme des Volks, einer Wiederverjüngung. Und dann denke ich einfach, perfekt, dass es so ist. Und im Restvolk, das zurückbleibt, genau dasselbe. Ja? Da ist keine Königin mehr da, das Volk verjüngt sich durch Jungköniginnen. Und weil wir auch Nachschwärme nicht immer abfangen können, machen wir es so, dass wir 2 Waben nehmen, mit Weißelzellen, Futter, Bienen und Brut, und bilden Ableger. Und dann lassen wir dort die Königin schlüpfen, die Königin wird begattet, und sobald wir die ersten Eier sehen, die Brut läuft aus, und sobald wir die ersten Eier sehen von der Königin, die dann die ersten Eier legt, schlagen wir wiederum alle Bienen von den Waben weg und hängen Rähmchen rein. Und wir haben Diskussionen so unter Freunden, wie viele. Die Bienen wissen genau, wie viel sie bauen wollen, nämlich so groß wie die Kugel ist. Also manchmal füllen wir die ganze Kiste, besonders die Tatantimker lieben das. Bei Einraum schränkt man sie vielleicht ein bisschen ein. Aber also bei uns ist es so, jedes junge Volk oder jedes Volk, das im Schwarmtrieb oder gebildet wird, beginnt mit nackten Rämpchen. Ja, also das ist das, was man hier dazu sagen kann, eine Maßnahme der Verjüngung, vom Volk eingeleitet, eine hygienische Maßnahme, also Gesundheitsmaßnahme und ein wunderbares Schauspiel, einem Volk im Aufbau zuschauen zu dürfen. Jetzt Naturbau. Es funktioniert problemlos. Ich komme zuerst zu den Nachteilen. Es ist klar, dass wenn man die Waben im Naturbau anschaut und wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir das sehen können, legen die Bienchen gerne auf jeder Wabe Drohnen. Bau an, ne? Das gehört dazu. Und Martin Dettler hat den Eindruck, es ist, als ob der Wabenbau, Drohnenbau, so eine Art wie Schale oder Gefäß um das zentrale Brutnest bildet. Ne? Jede Wabe unten ein bisschen Drohnenbrut und nach links und rechts mehr. Wenn wir es gut, die Völker gut führen, 15 bis maximal 20% Drohnenbrut. Das ist die Erfahrung. Also Drohnenbau. Das führt dazu, dass erstens natürlich in dieser Bauphase Bienen Honig brauchen, um Wabenwerk zu errichten, mögen viele nicht. Ich finde eben, es ist wunderbar als ästhetisches Schauspiel mitzumachen. Und es führt auch dazu, dass in der Folge, weil Drohnenbrut immer Brutnest nahe ist beim zentralen Brutnest, früher gebildet wird, als wenn man irgendwo dann eine Mittelwand reinhängt, wo Drohnen gezogen werden. Das heißt, es hat im Frühjahr ein bisschen früher Drohnen, dieses Volk, als ein Mittelwandvolk. Muss man einfach wissen. Aber wie gesagt, also ich sehe, wir haben Verluste punkto Honig, aber für mich ist der Faktor mit Standimkerei der Standort. Ja? Gutes Jahr verkraftet man es, bei einem schlechten Jahr gibt es sowieso nichts. So einfach ist das, wenn man die Bienen nicht bewegt. Und auch da, wir wissen, Wabenbau selber im Naturbau errichtet, heißt, die Wabe als Stützorgan ist so, wie sie die Bienen gerne haben. Und man kann sehen, wenn man die Waben so anschaut, dass sie je nach Situation verschiedene Zellgrößen bilden, also nicht nur Drohnen und Arbeiterinnen, sondern auch die Arbeiterinnenzelle ist ein bisschen plastisch. Die Wabe ist auch ein Kommunikationsorgan, wie wir wissen. Und wir haben bei Mittelwandvölkern gesehen, dass die Bienen sehr oft anfangen, Löcher an den Rändern der Mittelwandwaben Löcher rauszunehmen, um diese, ich würde sagen, Resonanzfähigkeit oder Schwingungsfähigkeit der Wabe zu verbessern.
Wir wissen auch wiederum, bei Sauerbrut und Faulbrut, dass Neubau oder Wachsschwitzen eine hygienische Maßnahme ist. Zum Kunstwahlverfahren gehört ja dann dieser Neubau. Also ich würde sagen, auch hier tun wir den Bienen etwas Gutes, wenn sie erstens so bauen können, wie sie wollen, aus der Traube heraus, und zweitens Wachsschwitzen. So vielleicht so wie eine Art Fieberphase. Es wird auch ziemlich warm, wenn wir Tau glauben, 40 Grad, damit das Wachs dann aus runden Zellen in das Sechseck sozusagen klickt. Ja? Also so eine Art, weiß nicht, es schadet ihnen auf alle Fälle gesundheitsmäßig nicht. Ja? Gut. Und jetzt der große Teil, letzter Teil, man sieht, sehr viel Literatur gibt es dazu, der Vergleich, und es ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, so wie ich es jetzt schreibe, Standbegattung, Mehrfachbegattung. Ich will einfach sagen, bei Standbegattung ist es so, wir arbeiten mit den Königinnen, die Völker ziehen, und diese Königinnen gehen zu den Drohnensammelplätzen. Wir wissen, die sind meistens weiter weg als alle Drohnen, die im Volk sind, fliegen können. Also, und wir wissen, eine Königin wird vielleicht 12, 14 Mal von verschiedensten Drohnen begattet. Und natürlich kann man das in einem gewissen Sinn auch in anderen Situationen haben. Aber jede Zuchtbemühung, so viel ich von Genetik verstanden habe bisher, bedeutet eine Einschränkung der Vielfalt von der mütterlichen Seite, ja, und eine Einschränkung von der genetischen Vielfalt auf der väterlichen Seite. Das, anders kann man nicht züchten. Ja? Man will ja bestimmte Eigenschaften festhalten. Und dann bei uns geht also dann der Königinnenzüchter auf eine Belegstelle, möglichst gut abgeschlossen, in einem Waldlichtung, so gut es eben halt geht in der kleinen Schweiz, und hofft, dass dort verwandte Drohnen, die Königinnen, die auch wieder verwandt sind, begatten. Ich will einfach sagen, es ist ein bisschen vielleicht nicht richtig, wenn ich es so karikiere, aber Züchtung heißt Einschränkung der genetischen Vielfalt, Standbegattung und Mehrfachbegattung heißt Erweiterung der genetischen Vielfalt. Und interessant ist jetzt, wenn man schaut, was Bienenforscher herausgefunden haben, im Vergleich von sehr eng Gehalt, also genetisch wenig Vielfalt von der Drohnenseite her zu viel, dass es gewaltige Unterschiede gibt. Und ich betone, es wurde hier nie gesagt, wir wollen auf eine bestimmte Eigenschaft züchten, sonst wurde nur gesagt, wir schauen Drohnen an, zum Teil experimentell, zum Teil kommerziell, also nachgewiesen dann erst mit PCR, wie viele Drohnenväter da waren, die die Königin begattet haben. Bei Sili oft ein Drohnen gegen 10 oder 15 Drohnen, kann man sehen, was passiert bei der Mehrfachbegattung. Und wir sehen, dass eine Reihe von sogenannten Vitalitätsparametern, wie sie Liebefeld mal beziffert hat, wie Wabenfläche, Honigeintrag, Brutnester oder totaler Brutumsatz, Massenwechsel und Volksstärke bei der Einwinterung, ist immer höher, besser als mit einer Begattung mit nur einem Drohnen. Und er hat dann auch gezeigt, dass das Überleben der Bienenvölker besser ist, je mehr Drohnen die Königin begattet haben. Dann wissen wir, dass die Wärmeregulation verbessert wird bei Mehrfachbegattung, ja, also mehr Drohnen da sind. Wir wissen, dass die Völker einen größeren Flugradius befliegen, dass sie besser tanzen, und das hat mich jetzt sehr berührt heute Nachmittag, dass die anderen Schwestern auch intensiver auf diesen Tanz eingehen. Also man merkt, die Kommunikation ist bei Mehrfachbegattung verbessert. Dann gibt es eine reduzierte Krankheitsanfälligkeit, auch belegt, weniger pathogene Keime und dann gewisse Resistenz, vielleicht Toleranz gegenüber Faulbrut, und wir haben wir auch schon gehört, die Diversität an nützlichen Mikroben ist höher bei Mehrfachbegattung als bei einer eingeschränkten genetischen Situation. Und Büchler, ich habe ihn auch angeschrieben, hat an der Apimondia auch gesagt, dass Völker, die nicht gegen Varroa behandelt werden, mit standbegattete Völker besser mit der Varroa umgehen können, als Völker, von denen man nicht Standort angepasste Königin zugesetzt hat. Ich bin gespannt, was er genau untersucht hat, ich weiß nicht viel mehr. Ich will aber einfach sagen damit, wir haben die Situation, dass wir auch merken, wenn wir mal
diese ganze Züchtungsarbeit den Bienen selber überlassen. Also nicht meinen, wir wüssten, was die guten Eigenschaften sind oder die schlechten. Und mehrfach Begattung zulassen, wir in sehr vielen, auch imkerlich relevanten Eigenschaften besser dastehen, als wenn wir irgendwie eine Zucht standortfremd in die Völker hineinbringen. Ja? Also ich will bis jetzt sagen, schwärmen tut gut, bauen tut gut und nicht züchten tut auch gut. Ich meine, die Bienen züchten natürlich auch. Und wir müssen hier und da eine Selektion machen. Wenn wir Kalkbrut haben, machen wir mit diesen Völkern nicht unbedingt weiter. Aber die Idee, dass die stechig wären oder nicht, habe ich in meinen 17 Jahren nie gemerkt. Es kann mal ein Stecher geben, der ist im nächsten Jahr keiner mehr. Also ich bin nicht so sicher, ob man, ja, irgendjemand hat vielleicht Sanftbrut gezüchtet. Ich arbeite einfach mit dem, was bei mir vorhanden ist. Und habe in den letzten 2 Jahren keine Völker verloren. Behandle ich und dann vor allem zähle ich sehr penibel, zähle ich die Milben. Und jetzt noch der letzte Punkt, der schwierige Punkt, Volksdichte. Ich glaube, es wird irgendeinmal auch zur Aufgabe der Imkerinnen und Imker gehören, ein Gefühl zu entwickeln, wie viele Völker verträgt ein Standort. Und ich habe mir erlaubt, aus einem Artikel von Matthias Lehnherr, 2012 in der Schweizerischen Bienenzeitung publiziert, unter dem Titel Monokultur im Insektenreich, ein Foto rauszunehmen. Und das zeigt eine Situation im Juni 2012, glaube ich, wo in der Nähe von Basel an einem grünen Punkt, Sie sehen ihn, ein Spargelfeld eines konventionellen Landwirts geblüht hat und in der Folge dieser Spargelblüte, die bespritzt worden ist, sind 50 Völker gemeldet, gestorben. Ja. Das Erste, was man daraus lesen kann, dass in einem Umkreis von 1 Kilometer Radius es offensichtlich kaum Blüten gibt, außer diesem doofen Rapsfeld, Spargelfeld. Ja. Es ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Und es gibt natürlich auch Biobauern dort auf dem Bruderholz, aber die arbeiten wie jeder Bauer, masseorientiert. Ja. Das Zweite ist, es ist deutlich, dass es haben nur die Hälfte der Imker Verluste gemeldet. Matthias sagt, es ist unmöglich, die anderen, das sind diese lila Pünktchen oder Stecknadeln, keine Verluste gehabt haben. Die haben es einfach nicht gemeldet. Und daraus kann man, wenn man davon ausgeht, dass die gelb, das sind nicht Völker, sondern Imker dort, die stehen, die haben eben insgesamt 50 Völker gehabt, oder nein, 90. Man kann davon ausgehen, dass die lila Nadeln auch ungefähr 90 Völker repräsentieren. Und wenn man das runterrechnet auf Völker pro Quadratkilometer, stehen dort 50 Völker. Ja? Wir brauchen jetzt nicht diskutieren, sind 1 oder 2 natürlich oder vielleicht 6 bis 10, aber 50 sind definitiv ein bisschen viel. Und wir können uns problemlos vorstellen, was auch Herr Ritter gesagt hat, wenn die so eng stehen, bricht eins zusammen und die Bienchen, die noch können, finden auf alle Fälle bei 49 Nachbarn Unterschlupf. Ja? Also es ist einfach so, dass diese Art der Bienenhaltung dazu führt, dass wir enorme Mengen an Krankheiten verbreiten. Und Matthias Lehnherr schreibt dann in einem Artikel, das ist sehr lesenswert, über diese Untersuchungen von Bailey, wo ja deutlich wird, dass in England Faulbrut eigentlich, wenn es eine epidemische Sache wurde, ein Problem war der Volksdichte. Und ich meine, dass wir wahrscheinlich in Zukunft nicht drumherum kommen, wenn wir wesens- oder art- oder naturgemäß imkern, uns auch diese Frage nach der Volksstärke zu stellen. Und jetzt habe ich 4 Punkte gebracht. Man kann sagen, ja, diese Art, wie wir mit Bienen umgehen, ist vielleicht am wenigsten wichtig, angesichts der enormen Probleme mit Blütenarmut und Pestiziden. Aber ich glaube, wir können etwas lernen, wenn wir so nahe oder in dieser Art bei den Bienen sind. Erstens, wir müssen lernen zu unterscheiden, was biologisch gesprochen Optimum und Maximum ist. Maximum heißt möglichst viel Honig in der Kiste. Optimum heißt eine angepasste Betriebsweise. Bei Kühen wissen wir es längst. Alles, was über 8000 Kilo Milch ist pro Jahr, ist nicht mehr optimal.
Und wir wissen, dass sie krank werden. Ich weiß nicht, ob man über Honig bei Bienen was sagen kann. Ich will nur sagen, dass dieses Naturgemäße mit den Impulsen des Volkes arbeiten dazu führt, ein bisschen weg von den meistens maximal vorgestellten Kriterien und Eigenschaften wegzukommen, ein bisschen einen öffnet dafür, was Bienen können und wollen und ihnen auch die Möglichkeit bietet, das zu tun. Und wie wir das heute Morgen gehört haben, wenn wir anfangen, dort, wo wir können, das Beste zu tun für die Völker, können wir vielleicht auch eher vertrauen, dass im Umfeld, das genauso wichtig ist für die Völker, auch allmählich das Beste getan wird. So viel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus